Buchholz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der gemeinsame Gesetzentwurf von FDP, Grünen und uns Linken eines Grundsätzegesetzes zur Ablösung der Staatsleistung an die großen Kirchen ist der erste fraktionsübergreifende Antrag, der den bis heute gültigen Verfassungsauftrag aus der Weimarer Reichsverfassung zur Ablösung der Staatsleistung an die Kirchen umsetzt. Vor über 200 Jahren wurde Kirchenbesitz enteignet, und seitdem zahlt der Staat Jahr für Jahr entsprechend des kirchlichen Entschädigungsanspruchs. Das führt zur jährlich wachsenden Zahlung des Staates an die Kirchen. Allein 2021 zahlen die Bundesländer rund 581 Millionen Euro an die Kirchen. Wir wollen das beenden. Im Innenausschuss gab es eine Anhörung mit hochkarätigen Expertinnen und Experten. Unisono haben sie klargemacht, die Umsetzung des Verfassungsauftrages ist geboten. SPD und CDU, das muss ich hier leider auch noch mal so deutlich sagen, haben bisher die Arbeit verweigert. Deswegen haben wir es gemacht. Vielen Dank nochmal an Stefan Ruppert und Benjamin Strasser von der FDP, Konstantin von Notz von den Grünen und natürlich auch an meinen Kollegen Friedrich Strätmanns, der an diesem Entwurf mitgearbeitet hat. Durch diesen Gesetzentwurf sollen die Länder in die Lage versetzt werden, die jährlich finanziellen Leistungen an die Kirchen rechtssicher und dauerhaft abzulösen. Er ist der rechtliche Rahmen, innerhalb dessen die endgültige Entschädigung zu ermitteln ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn es ist die Aufgabe von uns als Gesetzgeber, diese Ablösung in Gang zu setzen. Dieser Rahmen belässt übrigens auch den Bundesländern noch hinreichend Handlungsspielraum für die konkrete Umsetzung, denn sie sind es ja, die entschädigen müssen. Im Gesetz haben wir das 18,6-fache der jährlichen Zahlung an die Kirchen als ausreichend angesehen. Bundesländer und Kirchen können sich gemeinsam auch auf niedrigere Werte oder andere Entschädigungsarten einigen. Wir stellen hier nur die Grundsätze auf. Und ich will auch noch mal sagen, dass es eine wichtige Erkenntnis aus der Anhörung war, dass die Entschädigung nicht zwangsläufig in der Höhe des Äquivalents erfolgen muss. Denn wir als Linke sagen klipp und klar, wir können uns auch einen deutlich niedrigeren Wert vorstellen. Ich finde es auch interessant, dass in der Debatte eigentlich kaum noch die Nebelkerzen der Vergangenheit gezündet werden. Es wurde ja immer gesagt, der Gesetzentwurf richtet sich gegen die Kirchen. Das haben, glaube ich, auch alle Experten ausgeräumt. Die Ablösung, hieß es, würde die wichtigen sozialen Dienste, die die Kirchen leisten, in Frage stellen. Aber auch das ist nicht richtig, denn sozialstaatliche Leistungen wie beispielsweise Alten- und Krankenpflege, die kirchliche Einrichtungen leisten, werden sozialwuchtrechtlich finanziert. Wir sind also der Meinung, es gibt keine weiteren Ausreden mehr. Es darf kein weiteres Zögern geben bei diesem wichtigen Thema, die Entflechtung von Staat und Religion auch bei den finanziellen Beziehungen umzusetzen. Deswegen stimmen Sie heute unserem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank, Christine Buchholz. So was lange währt. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Konstantin.